Willkommen heute zu einem neuen Video und heute Leute, der Lebenszyklus vom lieben Zombie. Den habt ihr euch so krass oft in den Kommentaren gewünscht und ja, deshalb gibt's heute mal den Zombie-Lebenszyklus. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall schon mal jetzt eine positive Bewertung da und abonniert meinen Kanal für weitere Lebenszyklen. Schaut bei Sinte vorbei, der mit am Start ist. Und wenn ihr meinen Roblox-Kanal noch nicht kennen solltet, könnt ihr auch gerne mal dort vorbeischauen. Da ist gerade nämlich auch ein Video rausgekommen. Ich werde euch das Ganze nochmal in der Beschreibung verlinken oder in der Infocard. Und jetzt viel Spaß beim Video! Och, Rüdiger, alte Sau. Ich habe einfach keine Lust mehr hier auf die Schule. Wirklich nicht. Ich möchte einfach nur nach Hause gehen. Ja, da hast du recht. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen kleinen Schuppen hier. Guck das mal an, wie es hier aussieht. Ja, weißt, das Allerbeste an einer Schule ist immer die Pause, oder? Ja, ja. Ne? Nee, ja. Das nach Hause gehen. Ach, genau, ja, das nach Hause gehen. Das Beste kommt ja immer zum Schluss, ne? Genau. Mann, ey, ich hab keinen Bock und auch nicht auf die Lehrer, wirklich nicht. Sollen wir nicht mal ein paar Regeln brechen? Hättest du nicht Bock drauf? Nein, lass es nicht machen. Boah, was bist du denn für einer, Rüdiger? So kennt man dich doch gar nicht, sonst leidest du mich immer dazu. Ja, aber davor habe ich ein bisschen Angst. Davor hast du Angst? Ja. Ja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Nein, geh nicht. Doch, ich gehe nach Hause. Ja, okay, ich gehe mit, aber nur, weil du nicht alleine gehen sollst. Genau. Nur, weil ich nicht alleine gehen soll, oder? Ja, genau. Ich muss dich beschützen. Das ist mein Auftrag. Ja, ich glaube, so einen... Also, vor dir hat man bestimmt Angst, deshalb komm mit. So, ja. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen raus. Haha, bin schneller. Du bist ja richtig krass. Danke. Wo soll man denn hingehen? Oh, guck mal, wir können uns die Schule mal von außen anschauen, während gerade Unterricht ist. Noch ist ja. Es aber leer, ne? Boah, das kennt man ja gar nicht. Wo sind denn die ganzen Schüler? Ich bin doch so klein, ne? Das ist das Problem. Ich sehe das gar nicht. Alles so leer. Heilige Makrele. Oder obwohl, komm. Wir können mal hier. Was ist denn hier? Was ist denn hier, Rüdiger? Kennst du das hier? Nein, ich war hier auch noch nie. Rüdiger. Was war denn das jetzt? Ist das ein Auto? Können wir das Auto klauen? Weiß nicht. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Und was ist das denn hier? Notausgang? Lass uns da mal reinschauen. Warte auf mich. Mechanisch. Warte, du bist zu schnell. Wo bist du? Lol. Das ist der Kontrollraum. Der Kontrollraum, wo hier. Wo bist du? Ich bin ins Gebäude. Ja, hier. Guck mal, der Kontrollraum. Elektrische. Wie krass ist das denn? Heilige Makrele. Guck mal. Also die Sicherheitskamera. Ja, mega krank. Boah, ey. Ich hab aber keinen Bock mehr. Lass uns weg von der Schule gehen. Und es wird schon dunkel. Oh, ja, lass nach Hause gehen. Lass uns mal nach Hause gehen. Ich habe nämlich wirklich keine Lust mehr, diese Schule zu sehen. Oh, wie die Zeit vergeht, ne, Mann. Ja. Unglaublich. Ey, Rüdiger. Ich hätte Bock, weißt was richtig Krasses zu machen. Ja, ich kenne den Weg. Und ich, zwar, was wäre das? Der Weg, der, wir müssen einfach geradeaus gehen. Gar kein Problem. Ja, ja, okay. Aber was willst du machen? Ja, folg mir einfach. Hast du Angst oder was? Sag doch, ja. Es ist schon lang fast dunkel. Na und? Ey, komm, du musst mal ein bisschen locker werden, Rüdiger. Komm, Wo läufst du hin? Wir gehen nach Hause. Guck dir das an. Verlassenes Haus. Oh. Ja, lass am besten weitergehen. Nein, wir gehen da rein. Warum? Wir gehen da rein. Hallo. Wir gehen rein. Warum denn? Guck mal, ich bin noch so jung und hab keine Angst. Und du, 20 Jahre alt und immer noch Angst vor solchen Kleinigkeiten hier. Komm, lass uns mal hochgehen, Nein, ich will nicht. Doch, du kommst mit hoch. Ja gut, so wirklich Brauchbares ist sie ja nicht dabei, muss man einfach mal sagen. Doch, in der Kiste, da. Na, da ist eine Steinspitzhacke drin. Steinspitzhacke, okay. Lass uns mal reingehen. Okay. Boah, Rüdiger, hast du das da hinten auch gesehen? Ja, ein Friedhof, oder will ich Friedhof, nicht Friedhof, das sieht richtig gut aus. Betreten auf eigene Gefahr und alles ist abgeschlossen, da kann die gar nicht rein. Ja, da können wir dann auch nicht reingehen. Wir gehen jetzt. Doch, wir gehen da rein. Nein, da steht betreten auf eigene Gefahr. Das ja, heißt, das ist ja, das muss gefährlich sein. Das ist doch gut. Hier müssen wir unbedingt rein, ja, wenn das gefährlich ist. Geh du vor. Natürlich gehe ich vor, gar kein Problem. Ja. So, hier. Machen wir erstmal den Zaun ab hier. Kommst du? Hä? Rüdiger? Oh, ja, der ist dann wohl schon nach Hause gegangen. Naja, ist ja auch halb so wild. Sieht mega gruselig aus. Schaut euch das an. Überall Skelette. Mega cool. Hier auch ein Skelett auf dem Boden. Und ich habe mal gehört, dass hier irgendwo eine Legende angeblich leben soll. Wo war denn das nochmal? War das hier vorne? Wir machen einfach mal die Gräber auf. Komm, wir sind heute mal richtig krass. Hier ist aber nichts.
Und hier vielleicht? War das... Das war hier, ne? Okay, und... Hä? Hallo? Hallo? LOL! Ein Zombie! Davon habe ich schon mal gehört. Das sollen so... Lol, das sind keine richtigen Zombies, aber das sind... Wie soll man das sagen? Die greifen einen immer an. Komm raus, Zombie, komm raus! Mega geil! Hammer! Und er ist ganz schön aggressiv geladen. Er hat wohl ziemlich lange geschlafen. Seit wann bist du denn da drin, wenn ich fragen darf, Zombie? Hallo? Lange? Okay, er ist wohl noch in der Babyform ein bisschen schüchtern. Dann komm mal mit, Zombie. Ich habe einen perfekten Schlafplatz für dich gefunden. Und zwar diese verlassene Villa. Sieht sie nicht mega geil aus? Komm mit, hör auf, mich zu schlagen, Zombie. Okay. Komm, wir gehen hoch. Und du kannst dort oben schlafen. Das ist dein Platz hier. Du kannst jetzt hier bequem machen und... Okay. Sehr schön. Ich werde dann morgen nochmal vorbeischauen, denn ich bin gerade übelst happy, dass ich dich gefunden habe. Wie krank ist das denn? Ey, das wird mir doch keiner in der Schule glauben. Komm, ich will unbedingt in die Schule. Ich muss es anderen Leuten erzählen. Und Rüdiger, oh, die faule Sau, die hat was verpasst. Dieser Feigling, unglaublich. Zombie, komm raus. Wir müssen zur Schule. Komm raus. Boah, ich bin schon so gespannt und... Ich will allen Leuten zeigen, dass ich Zombie kenne. Unglaublich. Komm mit. Komm doch schneller. Wir müssen zur Schule. Meine Güte, ey, du bist aber auch lahmarschig. Du warst lang genug im Grab. Komm mit. So. Boah, die ganzen Leute werden komplett ausrasten, ey. Und wie sie eskalieren werden, ey, das ist... Puh, mega krank. Komm doch. Beeil dich doch mal, Mann, ey. Oh, der macht mich noch kirre, der Junge. So. Okay, komm mit. So, aber wo sind denn die ganzen Leute? Hä? Warum kannst du alles abbauen? Hä? Hast du spezielle Fähigkeiten bekommen, oder? Also, dass du kein Mensch bist, das ist mir schon bewusst, ne? Aber wo kannst du Sachen einfach so abbauen? Das bekommt man doch erst, wenn man ganz, ganz alt wird. Guck mal, ich... Siehst du das? Ich kann die Sachen nur ganz, ganz schwer abbauen. Lol, wie machst du das? Ey, du bist ja ein richtiger Griefer. Unglaublich. Aber wo sind denn hier die Leute? Besonders die ganzen Schüler aus meiner Klasse. Eigentlich hätten wir jetzt hier oben Unterricht. Hä? Hier ist ja gar keiner. Warum ist denn hier keiner? Hast du was damit zu tun, Zombie? Nein? Hast du nicht? Ganz sicher? Ja, komm, rein kannst du auch von mir aus. Ja, ey, gut, dann geh einfach mal runter. Komm, wenn... Du blockierst mich, Zombie, du nervst. Komm, wir gehen einfach mal ein bisschen runter und schauen uns das ganze Gebäude an. Ich zeig dir auch mal das Gebäude für die nächsten Tage. Du wirst hier nicht das erste und letzte Mal sein, von daher zeige ich dir mal ganz kurz das Gebäude. Denn du musst dich ja natürlich auch auskennen. Und gibt's noch ein paar Leute von dir? Kann man dich nochmal auf dem Dings finden, auf dem Friedhof, oder? Gibt's da noch ein paar Leute von dir? Okay, dann werde ich hier nochmal vorbeischauen müssen. Okay, nur so aus Interesse. Also, wollte ich nur mal wissen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier, das ist das Gebäude. Es gibt einen fetten Fußballplatz, ne? Alles Mögliche ist hier vertreten. Und da spielen wir eigentlich normalerweise. In der sechsten Stunde wäre auch heute eigentlich Sport. Aber wir schwänzen, ne? Wir schwänzen. Da war ja sowieso keiner, von daher... Ist doch egal, wir gehen da nicht hin zur Schule. Okay. Und wo ist denn jetzt der weiterhin... Oh Gott, vielleicht soll ich doch in die Schule rein. Ich gehe mal zur Schule. Jetzt klingelt es auch noch. Oh Gott, ich muss ganz schnell in die Schule rein. So, wo ist denn jetzt der Chemieraum? Chemie ist nämlich angesagt. Ich habe doch keine Ahnung, ey. Ich bin hier doch so selten. Das darf zwar keiner wissen, aber ich gehe ja fast nie in die Schule. Hä, und wo ist denn Zombie hin? Ich habe keine Ahnung. Warum ist Zombie auf einmal verschwunden? Das verstehe ich jetzt nicht. Und, okay, das sollte ja sein, 207. Hallo, tut mir leid für die Verspätung. Tut mir leid. LOL. Was? Und, nein, es tut mir leid. Ich hab mich geschwänzt. Tut mir doch wirklich leid. Nein, nicht schlagen. Es tut mir doch leid, ich wollte es nicht. Du bist doch Zombie, warum? Hä? Zombie, wir haben uns doch gerade noch getroffen. Wie kann das sein? Hä? Ja, warst du versperrt im Raum? Oh Gott, du machst mir Angst. Hey, du bist nicht Zombie. Bist du Zombie? Du bist doch nicht Zombie, oder? Hallo? Red doch mit mir, hallo. Was? Ey, er ist komplett am Abdrehen.
Er ist komplett abgedreht. Er hat sogar die Türen verschlossen. Was? Und jetzt will er mich einschließen. Was? Ich werde doch nachsitzen. Kein Problem. Hör auf, mich einzusperren. Boah, das wird mir langsam hier ein bisschen viel, ne? Was hat er denn jetzt als nächstes vor, der Psycho? Hallo? Was? Nein. Hör auf mich zu... Du bist doch kein Lehrer. Du bist verrückt. Hör doch auf, mich zu schlagen. Hör auf. Hilfe. Ich muss hier schnell raus. Ich muss hier raus. Oh, ich muss mich irgendwie befreien. Befreie mich. Hilfe. Wie komme ich hier raus? Oh Gott. Was? Aua! Nein, wenn das meine Mutter ist! Hör auf! Deshalb gehe ich nicht in die Schule! Aua! So Leute, das war's mit dem Lebenszyklus von Zombay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War wie gesagt eine fiktive Geschichte. Vielen Dank an Sinte fürs Zombay-Spielen. Immer. Und schaut auf jeden Fall bei meinem Roblox-Kanal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video oder auf dem Roblox-Kanal. Abonnieren nicht vergessen und liken für mehr Videos. Bis dann und ciao. Ciao.